Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Aizur-System. Und es gibt hier noch einige unerforschte Planeten, wie man sieht, sind wir hier gerade an einem. Und zwar an Schiel. Schiel ist ein abgelegener Gesteinsplanet mit Eiskappen, auf dem Unternehmen von Urwuna Metalle abbauen. Das Gold, aus dem Schilde für Raumschiffe ebenso angefertigt werden wie Schmuck, und das Kobalt für den Einsatz in hochfesten Legierungen, dürften auf absehbare Zeit nicht zur Neige gehen. Die geringe Gravitation erleichtert den Abtransport zusätzlich. Entfernung zur Sonne 20 AE, Umlaufzeit 89,7 Erdjahre, Radius 4900 Kilometer. Tagesdauer 31 Erdstunden. Atmosphärischer Druck Exosphäre. Oberflächentemperatur minus 185 Grad Celsius. Oberflächengravitation 0,7 Gramm. Das kennen wir. Na, bei einem hohen Scannerergebnis wollte ich doch sagen, da müssen wir doch hier richtig jetzt was absahnen können. Und es geht uns jetzt eigentlich auch um die Materialien. Element Zero wäre natürlich schön, wie man sieht, haben wir kaum Element Zero. Aber es geht vor allem ja auch um die Nebenmissionen, die Abnormalien, ihr wisst schon. Die Nebenmissionen also, die man hier finden kann. Sonde unterwegs. Und wenn wir nebenbei noch ein paar Materialien hier abbauen können, ja, warum nicht? Ist doch auch ganz nett. Sonde unterwegs. Na, komm schon. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. So viel Platin. Ja, mitten rein. Starte Sonde. So sparen wir uns vielleicht die ein oder andere Sonde mal. Sonde gestartet. Aber hier ist ja immer noch richtig viel zu holen. Immer noch hoch, das Scannerergebnis. Sonde gestartet. Also ich tippe mal drauf, dass wir hier nochmal umrunden können gleich. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Na komm. Wenn dann ordentlich, Stück für Stück. Sonde unterwegs. Ja, da sind wir einmal rum und es ist immer noch auf Mittel alles. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Oha.
Ja, da müssten immer noch einige hohe Ausschläge sein. Oder sind das alles kleine? Dann werden wir all unsere Sonden los hier. Was passiert denn eigentlich, wenn uns der Treibstoff mal ausgeht? Wenn wir zwischen den Sternensystemen sind, müssen wir dann geborgen werden? Kostet das dann? Och. Ah. Da ist doch noch. Starte Sonde. Und abgebaut, so schnell. Ja, dann haben wir aber mal richtig gut getroffen hier. 14 Sonden haben wir noch, also riskieren wir es auch, einen Planeten noch anzufliegen. Hier außen ist, glaube ich, nichts mehr. Den hatten wir schon, Tamgauta. Ist das hier ein Planet? Nein, das ist nur ein Stein. Och, da haben wir nur noch den und dann den kleinen. Dafür müssen wir extra hierher nochmal zurück. Naja, gut. Warum auch nicht? Ein grüner, fast grüner Planet Dranen. Dranen ist ein großer Wasserstoff-Stickstoff-Gas-Gigant, der knapp außerhalb der Frostgrenze seiner schwach gelblichen Sonne liegt und vor allem für seine spektakulären Stürme bekannt ist. Mindestens drei konstant beobachtbare Flecken, in Wahrheit zyklonische und antizyklonische Stürme, gibt es seit mehr als 544 Jahren, also bedeutend länger als den großen roten Fleck auf dem Jupiter. Der größte dieser Flecken, Ischna, hält konstant einen Durchmesser, der dreimal so groß wie die Erde ist. Dranen hat 44 Monde. Zwei davon sind für das Citadel-Komitee für bewohnbare Welten besonders interessant. Der erste davon, Arvuna, ist eine Welt mit eigenem Leben, die bereits kolonisiert wurde. Der zweite, Alaia, wird derzeit für Volus-Populationen zu einer Welt mit Ammoniak Atmosphäre terraformt. Entfernung zur Sonne 2,5 AE, Umlaufzeit 4 Erdjahre, Radius 72.021 Kilometer, Tagesdauer 17,1 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,94 Erdatmosphären. Keine Anomalie hier. Und wir haben ein Elementvorkommen, das Mittel ist. Oh, dann können wir doch gleich die mittleren Sachen hier abbauen. Oh, da ist aber was Gutes. Sonde unterwegs. Viel Iridium. Na, vielleicht konzentrieren wir uns doch vorerst mal auf die Spitzen. Und starte Sonde. Und können so vielleicht doch ein paar Sonden einsparen. Das ging ja bei dem letzten Planeten plötzlich sehr schnell. Von, ich glaube, von Mittel sogar auf ausgeschöpft, oder? Ja, sowas hier können wir uns dann vielleicht sogar schenken. Aber Platin? Ja, Platin nehmen wir. Starte Sonde. Na, da war doch was. Aber das ist alles so wenig. Das ist auch nicht gerade viel. Sonde gestartet. Platin, Platin. Wir werden richtig reich. Wenn wir das verkaufen können nachher alles. Na gut, mit Sonden einsparen ist hier wohl nicht viel. Sonde unterwegs.
Sonde gestartet. Mitten rein hier. Sonde unterwegs. Ach Gottchen, ja, warum nicht? Sonde unterwegs. Auf dieser Seite noch ein wenig was. Zu wenig für meinen Geschmack. Ah, das sieht doch schon besser aus hier unten. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Und abgebaut. Ja, wunderbar. Drei Sonden. Na gut, die verschießen wir noch, bevor wir neue Sonden kaufen. Da müssen wir dann dafür extra nochmal hierher zurück. Naja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommen wir ja mit den drei Sonden hier sogar aus. Und zwar ist das Agnin. Agnin ist ein Treibhausplanet und seine heißen Wolken aus Methan und Schwefeldioxid geben ihm bei Tageslicht eine mattgrüne Färbung. Das Schwefeldioxid stammt aus vulkanischer Aktivität und regnet in der oberen Atmosphäre als Schwefelsäure ab, die aber verdampft, bevor sie die Oberfläche erreicht. Aufgrund der extremen Bedingungen wurde Agnin bisher nur von Sonden erkundet. Entfernung zur Sonne 0,7 AE, Umlaufzeit 0,6 Erdjahre, Radius 4834 Kilometer, Tagesdauer 61,1 Erdstunden, atmosphärischer Druck 86,87 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur 684 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,5 Gramm. Scannen, scannen, scannen. Wow, ja hoch, da werden wir dann also mit unseren drei Sonden nicht sehr weit kommen, denke ich mal. Das Scannerergebnis. Sonde gestartet. Und die letzte Sonde, weg damit. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo, wo? Na hier. Starte Sonde. Ja, dann müssen wir eben für diesen Planeten hier nochmal zurückkehren. Aber das lohnt sich ja auch, wenn hier das Scannerergebnis noch hoch ist. Agnin also. Oh, verfliegen darf man sich Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Verfliegen ist hier keine gute Idee. Okay, Platin hier oben, ja, brauchen wir ja vielleicht. Starte Sonde.
Oh. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Immer noch so viel hier. Na, dann nehmen wir das hier oben mit so ein bisschen. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Na, hier war doch was. Also bei Mittel bräuchten wir, wie ich immer sage, nochmal einen Ausschlag, einen etwas höheren. Oder sind das wirklich viele kleine Ausschläge, sowas hier? Starte Sonde. Starte Sonde. Einfach mitten rein hier und dann bekommen wir auch noch Platin ein wenig. Starte Sonde. Das ist ja erstaunlich. Jetzt sind wir doch schon zum dritten Mal hier rum. Ja, das ist doch mal was. Sonde unterwegs. Und abgebaut. Richtig, 17 Sonden haben wir noch. Damit könnten wir es sogar noch wagen, einen weiteren Planeten anzufliegen. Aber wir haben hier keinen mehr, denke ich mal. Nein, irgendein Planet müsste hier noch sein im Aizur-System. Wir haben irgendwas übersehen hier. Da ist noch sowas Kleines, Unerforschtes. Haha, ein schwarzer Planet. Ja, Shazoo ist ein Zwergplanet, der vermutlich durch die Kollision eines anderen planetengroßen Himmelskörpers mit Agnin entstanden ist. Zu der Zeit bedeckte ein Magma-Ozean den Großteil der Oberfläche von Agnin und das flüssige Gestein wurde durch den Aufprall in den Weltraum gespritzt.
wo es sich verband und über Jahrmillionen abkühlte. Die gängige Theorie besagt, dass Shazu während dieser Abkühlung Agnen umkreiste, dann aber durch die Gravitation anderer Planeten, vornehmlich Dranen, losgelöst wurde. Heute sind die Temperaturen auf Shazu relativ gemäßigt, mit einer dünnen Wasserstoff-Helium-Atmosphäre, die von Raumfahrern zum Betanken genutzt wird. Die Zusammensetzung der Kruste ähnelt Agnen, was am hohen Schwefelgehalt deutlich zu erkennen ist. Entfernung zur Sonne 1,4 AE, Umlaufzeit 1,7 Erdjahre, Radius 1454 Kilometer, Tagesdauer 37,4 Erdstunden, atmosphärischer Druck 0,34 Erdatmosphären, Oberflächentemperatur angenehme 23 Grad Celsius, Oberflächengravitation 0,1 Gramm. Scannen und keine Anomalie, aber Scannerergebnisse sind hoch hier. Also bei der roten Farbe, irgendwie hoffe ich ja immer auf etwas Element Zero. Aber wie man sieht, na, Platin ist doch gut. Sonde gestartet. Sieht aus wie eine rote Zwiebel von der Farbe her. So ein bisschen erinnert mich daran, Schalotten oder so. Sonde unterwegs. Sonde na, gestartet. Das geht aber gut. Das geht aber gut hier. Ja, nehmen wir den Buckel ja auch noch mit. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Mitten rein. Schwupp. Oh, hier ist noch was. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Bing. Starte Sonde. Na, ob wir hier mit unseren mittlerweile nur noch 9 Sonden noch rauskommen? Schön wär's ja. Sonde unterwegs. Aber das sieht mir fast gar nicht so danach aus, also. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Ja, das kann schnell gehen. Wir sind schon jetzt bei niedrig. Niedrige Ausbeute. Sonde unterwegs. Jawohl! Wir haben es geschafft. 5 Sonden sind noch übrig. Das heißt, wir können jetzt einen ganz neuen Cluster ansteuern. Ja, 100%. Hier sind wir also fertig. Es gab auch nichts Interessantes mehr hier zu entdecken. Ja, damit haben wir Calliston Rift zu 100% erkundet. Zurück zum Massenportal und mal sehen, was uns dann erwartet. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Immer mit der Ruhe, wir schaffen das schon. Ja, wenn wir schon mal hier sind, kaufen wir direkt hier schon Treibstoff ein. Sonden und ab durchs Massenportal. Oh. Ja, okay.
Da ist aber noch... Oh, da haben wir ja noch einiges zu erkunden. Ich dachte, das wär's jetzt. Denkst du? Ja, die Milchstraße ist doch größer, als ich dachte. Nicht nur so 20 Planeten oder so. Ach, hier oben ist noch so viel zu tun, auf Omega, Samara helfen und so weiter. Das stört jetzt gerade alles so, die Sicht. Ja, was machen wir denn da? Entweder so etwas mal abarbeiten, damit hier nicht mehr so viel steht? Oder einfach hier außen irgendwo hin. Können wir das nicht drehen noch irgendwie, die ganze Karte? Nicht wirklich, nein. Oder? Nein. Feuergänger, MSV Rosalie. So, das ist alles so. Nee, wir wollen erstmal scannen noch ein bisschen. Minus Ödland, Planet, reich an. E-Zero, Adlernebel, 20%. Shadow Broker Basis. Joach, da könnten wir uns doch mal blicken lassen. Hier haben wir sowieso noch nicht alles erforscht. Im Sanduhrnebel. Also ich wanke jetzt etwas. Ich wäre auch dafür, dass wir doch mal irgendwie gucken und das hier abarbeiten, damit hier nicht mehr so viel ist. Das verdeckt ja hier den halben Bildschirm. Absturzstelle der Normandy. Also vieles spricht jetzt dafür, oder? Für diese Shadow Broker. Ja, komm, Shadow Broker erst und dann fliegen wir dahin zurück. Zum... Ja, Omega müsste da liegen, zu dem System. Und dann jetzt erstmal... Ja, aber das ist nicht hier. Das wäre hier mit dem Shadow Broker, ja? Schmugglerfracht sicherstellen können wir sowieso noch nicht. Ja. Auf nochmal zum Shadow Broker. Vielleicht gibt es neue Informationen für uns zu kaufen. Und es wundert mich ein wenig, dass wir hier dann schon gewirkt haben und noch nicht alles erforscht haben. Das wundert mich doch sehr. Hat's uns da verlassen? Ich glaube, wir haben einfach die Übersicht nicht gehabt. Wir haben keinen Schimmer gehabt, wie wir das hier alles, das Unerforschte, erkunden. Sollen wir dann jetzt erstmal dieses System, das Ozonsystem, ja komm, das ist bei 25%. Dann erforschen wir hier diesen unbekannten Planeten noch einmal. Und zwar haben wir hier Olokon. Olokon, Himmelsernte, ist ein Standardgasgigant aus Wasserstoff und Helium. Die Raumfahrer von Erinley sammeln ihr Helium-3 lieber hier als auf Orunmila, weil die Atmosphäre viel berechenbarer ist. Entfernung zur Sonne 6 AE, Umlaufzeit 14,7 Erdjahre, Radius 64.718 Kilometer, Tagesdauer 11,9 Stunden. Scannen. Ja, Mittel, das hört sich doch auch nicht schlecht an. Das heißt, wir werden vielleicht nicht so viele Sonden brauchen. Wünsche ich mir. Sonde unterwegs. Also nochmal, ich denke, in den nächsten Folgen wird es darum gehen, dass wir hier so ein paar Nebenmissionen, Anomalien finden. Starte Sonde. Und von daher werden wir, bevor wir es vergessen, hier die ganzen Planeten scannen. Wobei ich doch etwas überrascht bin, dass es jetzt so viele gibt hier. Sonde gestartet. Im Allgemeinen wird das eine recht zeitaufwendige Suche, denke ich mal. Aber die Spannung bleibt ja dabei, die Anomalien eben zu finden. Das sind ja auch sehr interessante Missionen gewesen. Bis jetzt hatten wir zwei davon, meine ich. Ja, und zwischendurch, wenn wir da irgendwas zum Abarbeiten haben, dann gucken wir da auch gleich mal rein. Wird ja schon nicht so wild sein, denke ich mal. Sonde unterwegs. Aber vor allem... wollen wir Material? Na, wo war der Große? Hier? Sonde gestartet. Großer Ausschlag. Sehr schön. Kleiner Ausschlag. Sollen wir den auch mitnehmen? Ja, wir haben doch hier unser Treibstoffdepot. Haben wir doch gleich hier. Na, wo ist er jetzt? Aha.
Ja, komm schon. Na, dann Sonde wir gestartet. Da bekommen wir ein bisschen Platin noch hinzu. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Platin. Ja, was ich ganz gut finde, dass wir so viel auch lagern können überhaupt. Aber vielleicht können wir ja die Rechte an dem Platin und so weiter nachher verkaufen. Starte Sonde. Wobei mich eines noch interessiert, die Absturzstelle der Normandie. Das wird ja auch nochmal vielleicht ganz Sonde. Interessant. Also schön. Oh. Viel scheint es hier jetzt nicht mehr zu geben. Sonde unterwegs. Scannerergebnis niedrig. Ja, wir sind auch einmal rum. Sonde gestartet. Na, jetzt wollen wir es wissen, was? Gibt es noch einen Zentimeter, den wir hier nicht besondert haben? Ist doch noch was. Sonde unterwegs. Und abgebaut. Ja, wunderbar. Dann sind wir hier fertig mit Olokun. Oh nein, wir sind direkt rausgegangen. Na gut, zwischendurch mal abzuspeichern wäre sowieso ganz sinnvoll. Dann darf ich mich nämlich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.